Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. So, der Krieg ist offiziell beendet. Ja, was heißt nicht offiziell, aber de facto. Das kann man, glaube ich, mal so festhalten. Ich habe noch mal ein bisschen nachgelesen, also scheint tatsächlich einfach keine Möglichkeit zu geben, diese Hochebenen hier auf militärische Art und Weise zu erobern. Das heißt, das Einzige, was mir noch übrig bleiben würde, und ich habe auch schon mal angefangen damit, hier eben Inselanteile zu kaufen. Und jetzt hoffe ich halt mal, dass ich das so über die Bühne bringen kann, dass sie mir nicht ständig die Sachen wieder zurückkauft. Allerdings scheitert das natürlich aktuell noch an den mangelnden Einflusspunkten, wobei das schon deutlich besser geworden ist. Also wer die letzte Folge gesehen hat, da war das noch irgendwo bei minus 150 oder irgendwie sowas um den Dreh, würde ich sagen. Das konnte ich einigermaßen korrigieren, indem ich ein paar Schlachtschiffe verkauft habe. Allerdings auch in Crown Falls und vor allen Dingen in Crown Falls einfach deutlich mehr Investoren habe einziehen lassen. Und ein bisschen bei den Verteidigungsanlagen habe ich halt überflüssige Kanonentürme und überflüssige Reparaturkräne und all so ein Kram zurückgebaut. Und was ich auch noch gemacht habe, ist, ich habe die Kriegsflotte zu großen Teilen mal auf die Handelsrouten gepackt, damit das zumindest wieder einigermaßen läuft. Und das ist alles noch nicht perfekt, noch nicht alle Bedürfnisse sind zu 100% gedeckt, aber weitestgehend. Also das, im Großen und Ganzen funktioniert das. So, nichtsdestotrotz habe ich immer noch viel zu viele Ländereien. Das ist tatsächlich ein kleines Problem, würde ich gerne ein bisschen was abgeben, auch wenn das jetzt kein drängendes Problem ist in dem Sinne. Aber ich würde mal eine Sache versuchen. Und zwar, jetzt schauen wir mal. Sie ist halt immer noch das einzige Fahrzeug, was sie besitzt. Und das ist halt dummerweise ausgerechnet ihr Luftschiff. Und da komme ich halt nicht ran. Das kann ich halt nicht abschießen. Das ist ein großes Problem. Das werde ich einfach nicht los. Und sie kreuzt halt immer noch hier. Ja, planlos durch die Gegend. Fliegt sie mit ihrem Luftschiff durch die Gegend und versucht halt irgendwie eine Insel zu besiedeln, sobald irgendwas frei wird, sozusagen. Also ich habe das schon mal ausprobiert. Und das ist tatsächlich so, sobald ich hier wieder eine Insel abgebe, dann fährt sie dort sofort hin und lässt sich dort nieder. Sprich, ich muss sie dort wieder wegballern, weil ich will einfach nicht, dass sie sich auf irgendeine Art und Weise wieder etablieren kann. Kein Bock drauf. So, was ich jetzt mal versuchen würde, wir springen mal hier rüber ans Kap nach Crown Falls. Da habe ich jetzt schon meine zwei Kriegsschiffe hier kurz mal abgestellt und von den Handelsrouten abgezogen. Hier ist der Willy schon relativ präsent und der kreuzt hier auch immer wieder mit so einer kleinen Flottille durch die Gegend. Er bewegt sich auch gerade auf diese Insel zu. Die würde ich jetzt einfach mal abgeben. In der Hoffnung, dass er sich dann dort direkt wieder lässt. Also das ist halt praktisch so eine Art Wettlauf jetzt aktuell. Ich hoffe halt jetzt drauf, dass er sich die Insel unter den Nagel reißt, bevor die Beryl wieder ankommt. Und ich kann euch garantieren, wir schauen gleich mal nach. So, welche Insel war das jetzt, die ich abgegeben habe? Die hier. Nee, bin jetzt bescheuert. Hier drüben, genau. Ich kann euch garantieren, wenn wir jetzt hier mal schnell rüberschauen in die neue Welt, wo sie ja gerade noch unterwegs war mit ihrem Luftschiff, die macht sich jetzt schon wieder auf den Weg. Garantiert. Fährt die jetzt straight Richtung Crown Falls und wird versuchen, sich das direkt unter den Nagel zu reißen. Also die bekommt das auf jeden Fall immer direkt umgehend mit, wenn ich irgendwo eine Länderei aufgebe, und jetzt versucht sie natürlich dort wieder zu siedeln. Und meine Hoffnung ist jetzt einfach, dass der Kollege Wibblesock schneller ist und schneller auf die Idee kommt, sich diese Insel hier zu krallen. Neue Ziele? Aber ich kann halt nicht in ihn reinschauen. Ich weiß halt nicht, was er für Pläne hegt, ob er überhaupt noch weitere Ländereien haben will. Wobei, das hat jetzt auch überhaupt nichts gebracht hier, ne? Was hatte ich vorher? Minus 9, also 3 Einflusspunkte bringt diese Insel. Da müsste ich, wenn, dann eine größere abgeben. Okay, schmeißen wir die hier auch nochmal weg. Und wenn ich ganz viel Glück habe... Okay, das hat richtig viel gebracht. Wenn ich ganz viel Glück habe, wird das vielleicht für den Willy auch attraktiver. Jetzt schauen wir mal. Also die Beryl wird jeden Moment hier aufkreuzen. Die braucht nicht allzu lang mit ihrem Luftschiff. Und vielleicht nutzt er ja das Zeitfenster, um sich eine der Inseln zu holen. So, jetzt habe ich aber, bin ich gerade handlungsfähig mit den Einflusspunkten. Jetzt würde ich natürlich direkt nochmal in die Arktis springen und mir hier nochmal ein Stückchen vom Kuchen holen. Ich weiß, was du willst. Und das kann ich nicht. Einmal hier und am besten hier drüben auch direkt noch. Du stehst schon mit einem Fuß im Zement. Es ist halt die einzige Möglichkeit, um an diese Inseln hier dran zu kommen, an ihre letzten Inselchen. Es mangelt an Arbeitskraft. Und hier habe ich jetzt zumindest schon mal 2. Und das dauert jetzt, glaube ich, wieder knapp 10 Minuten.
Jetzt schauen wir mal. Also das ist natürlich so ein blödes Spielchen jetzt auch. Und ich weiß auch nicht, ob das vielleicht seitens der Entwickler nicht so wirklich bedacht wurde, dass man eben KI-Gegner auf diese Art und Weise einfach nicht losbringt, wenn solange die noch ein Hochplateau haben. Also eine von diesen Hochebenen. Weil man kann die Dinger einfach nicht militärisch einnehmen, das heißt, man muss die Dinger abkaufen. Und selbst mit ihrem einzigen Luftschiff, was sie jetzt noch übrig hat, geht sie mir halt wirklich so dermaßen auf die Nerven. Das ist schon ein Trauerspiel. So, ich park mal meine zwei Kriegsschiffe hier so ungefähr mitten rein. Also sobald sie halt wieder aufkreuzt, nehme ich ihr das halt sofort wieder weg. Ganz klar, aber so könnte ich halt das schon mit den Einflusspunkten, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Indem ich einfach schnell wieder eine Insel weghaue, sobald ich wieder die Möglichkeit habe, mir Anteile zu kaufen. Und so wird man sie dann, glaube ich, schon los. Ich weiß gar nicht, wie war denn das bei der Prinzessin Qing damals eigentlich? Ach, da gab es, glaube ich, die Arktis noch nicht. Deswegen war das kein Problem, da konnte man einfach alle Inseln mit militärischen Mitteln erobern. Und was ja auch, also was auch meine Hoffnung war, dass sie hier einfach mehr oder weniger ausblutet. Aber das ist nicht der Fall. Also ich glaube, KI-Gegner haben grundsätzlich nicht so diese grundlegenden Probleme. Also sie wird hier nicht erfrieren. Der Ofen, die laufen permanent, die Öfen, obwohl sie ja theoretisch keine Kohle haben könnte. Sie baut hier keine Kohle ab. Auch die Gasförderung scheint zumindest optisch zu laufen, obwohl sie gar nicht die Arbeitskraft dafür haben könnte, theoretisch. Und natürlich dürften die auch keine Nahrungsmittel haben. Sie kann hier nichts hintransportieren, sie kann hier nichts abbauen. Und genauso wie hier drüben hat sie es trotzdem geschafft, hier zumindest mal so eine Minisiedlung hinzustellen. Auch mit Ofen. Und auch hier natürlich. Ich meine, sie hat hier keine Ressourcen, keine Kohle, nichts. Aber sie überlebt halt trotzdem. Deswegen, also ich glaube, man darf sich nicht drauf verlassen. Braucht da nicht drauf zu hoffen, dass die hier irgendwie ausblutet. Wird aber nicht passieren. So, jetzt schauen wir mal. Also Willy hat nicht angebissen. Der interessiert sich aktuell offenbar nicht für die Inseln, die ich ihm jetzt hier zur Verfügung gestellt hätte. Und sie kommt natürlich direkt schon wieder an. Die Nichtsnutzer habe ich schon über Bord geworfen. Und sie wird jetzt direkt hier sich irgendwo niederlassen. Schade auch, dass man das Luftschiff zumindest nicht attackieren kann, wenn das mal zur Landung ansetzt. Aber nichts, die sind einfach unzerstörbar quasi. Also de facto sind die unzerstörbar. Man kann sie nicht angreifen. Nicht aus der Luft, nicht mit den Kriegsschiffen. Keine Chance. Und sie fliegt scheinbar direkt zu der großen Insel. Ja, dann werden wir ihr mal folgen. Und werden sie direkt in Empfang nehmen. Flotte segelt in Formation. Ja, das ist halt jetzt so ein blödes Katz-und-Maus-Spiel. Das geht halt jetzt hin und her. Aber auf die Art und Weise, glaube ich, werde ich sie auf jeden Fall, indem ich mir halt dann die Inselanteile kaufe und irgendwann das übernehme, auf die Art und Weise wäre ich sie dann schon los. Okay, sie fliegt doch weiter und holt sich erstmal die kleine Insel. Sehe ich das richtig? Na, ja, schauen wir mal, was sie macht. Na gut. Crown Falls. Ja, darauf werde ich mich jetzt, glaube ich, erstmal konzentrieren. Ich habe ziemlich viele von den Ingenieursbuden aufgerüstet. Deswegen habe ich hier auch gerade ein bisschen Arbeitskraftmangel. Aber das sollte sich auch alles beheben lassen. Ich muss halt jetzt dafür sorgen, dass hier die ganzen Zufriedenheiten wieder, also die ganzen Bedürfnisse einfach wieder gedeckt werden hier. Erstmal von den Ingenieuren. Ich glaube, darauf muss ich mich erstmal konzentrieren. Ich habe hier auch schon direkt mal eine Brillenproduktion angeschmissen. So, jetzt hat sie sich angesiedelt. Das hier müsste die Brillenfabrik sein. Die läuft auch schon. Ich sollte eigentlich direkt noch schauen, dass ich noch eine zweite hinstelle. Ich werde die Sachen jetzt einfach hier vor Ort produzieren, damit ich das nicht auch noch über eine Handelsroute kommen lassen muss. Und Glas und Messing habe ich eigentlich genügend vor Ort. Mal sie nur schauen, wo habe ich denn noch Platz? Platz ist nicht das Problem, aber ich möchte das schon alles elektrifiziert haben. Deswegen glaube ich, mache ich hier drüben mal ein bisschen weiter. Ja, hier haben wir auf jeden Fall noch Strom. Das müsste dann auch noch angeschlossen sein an Stromnetz. Dann haben wir hier... hat keinen Strom. Okay, muss ich es ein Stückchen noch nach links versetzen, glaube ich. Okay, jetzt hat er Strom, holt sich seine Sachen ab aus dem Warenhaus und beginnt mit der Produktion. Das ist mal das eine, Brillen, und das andere war, glaube ich... Ah, okay, Fleischkonserven, gut. Muss ich mir auch gleich drum kümmern, aber wir vertreiben sie erstmal wieder hier. Die soll sich hier gar nicht erst ausbreiten. Direkt hinfort damit. Nicht, dass es nicht doch noch schafft, irgendwie einen Brückenkopf hier aufzubauen.
Und im schlimmsten Fall breitet sie sich halt wirklich wieder aus. Ich meine, wird wahrscheinlich nicht passieren. Dafür habe ich einfach viel zu viele Kriegsschiffe, aber ich will es gar nicht erst drauf ankommen lassen. Deswegen kommen wir hier gerade mal bei und ballern das alles direkt wieder weg. Schiff unter Beschuss. So, also ich glaube, da muss ich jetzt nicht Händchen halten, das schaffen die von alleine. Oh, okay, irgendwas ist in die Luft. Ach, die Gasförderstätte, das ist jetzt aber schon ärgerlich, aber ich habe noch Baumaterialien hier, okay. Vorher wäre es auch schon im Einsatz, beziehungsweise Polarwacht. Ja, okay, das kriegen die schon hin. Muss ich nur auf dem Schirm behalten. Wie lange dauert es denn noch, bis ich hier das nächste 3 Minuten 40? Okay. Mich wundert nur, dass sie nicht sofort ihren Inselanteil wieder zurückgekauft hat. Das wundert mich tatsächlich. Gebäude wurden zum Raum der Flammen. Oh, das kriegt ihr hin, ne? Ja, ja. Okay, Crown Falls. Ja, es mangelt natürlich an einigen Sachen. Investoren ist dann halt das nächste, wo ich mich drum kümmern muss, aber ich würde erstmal nach den Ingenieuren schauen. Schokolade, okay, da muss ich natürlich in der neuen Welt was tun. Dampfwagen ist auch ein Problem. Moment, das sind ja die Investoren. ja, ihr seht selbst, es sind einige Investorenhütten dazugekommen. Das hat mir auf jeden Fall über 100 Einflusspunkte beschert und ein Häuschen bringt ja 3 Stück, also von daher, da ist jetzt schon einiges dazugekommen. So, Fleischkonserven ist jetzt schon wieder stabil. Kaffee, ja, ist halt auch ein Fall für die neue Welt. Brillen habe ich schon entgegengewirkt, das sollte sich von alleine verbessern. Dann schauen wir mal bei den Fleischkonserven nach. Ah, okay, das hat sie erledigt. Insel erobern. Das ist meine Insel. Klar, das muss dir sein. Dann schnappen wir uns gleich die 2 Schlachtschiffe und schicken die hier rüber, weil da wird sie natürlich als nächstes aufkreuzen. Wird sich wahrscheinlich schon in Bewegung setzen. Ja, fliegt genau dahinter Richtung diese Insel. Na schön, es läuft nicht unbedingt nach Plan, aber es läuft so, wie ich es gedacht habe. Also, ist ja auch schon mal was. Okay, wegen Fleischkonserven wollte ich mal schnell schauen. Was kostet mich das denn nochmal? Rindfleisch und Paprika. Mhm. Und aktuell lasse ich die komplett hier hinliefern? Oder habe ich hier schon irgendwo eine Fleischkonservenfabrik? Hm. Glaube nicht. Ja, dann muss ich das tatsächlich in der alten Welt lösen. Schauen wir mal. Die alte Welt. In Giesing. Arbeitskraft, das sieht alles gut aus. Das heißt, sie haben zumindest die wichtigsten Sachen. Brillen fehlen ihnen hier. Wir haben wesentlich nur Brillen. Wie schaut es mit Fleisch aus? Fleischkonserven? Oh ja, genau. Schnapp dir die Insel. Ausgezeichnet. Jetzt hat er sich dort angesiedelt, oder? Muss ja so sein, weil das war, glaube ich, aktuell die einzige freie Insel. Darauf hatte ich ja gehofft. Okay, hier gibt es Fleischkonserven ohne Ende. Ich glaube, dann bringe ich einfach mal manuell ein paar darüber. Ja, wobei, macht auch keinen Sinn. Wir schauen mal in die Handelsrouten rein. Also das hat sich wesentlich gebessert. Hm, was ich auch... Entschuldigung, ich habe gerade einen Weingummi gegessen. Was ich auch total vergessen hatte zu erwähnen, ich habe tatsächlich noch so 5, 6 Handelsschiffe gefunden. Die hatte ich halt irgendwo zwischengeparkt in Sicherheit und habe sie einfach von den Routen genommen. Also das hat jetzt auch nochmal gut geholfen, dass ich die nochmal wieder einfach in Betrieb nehmen konnte. So, jetzt muss ich mal schauen. Kap. Wo kommen denn die Fleischkonserven her? Mit welcher Route? Ist die ausreichend bestückt? Das wäre diese hier. Ja, okay, da kommt einfach nicht... Nee, Moment, das ist die falsche. Nee. Der lädt sogar Fleischkonserven hier auf und bringt das von hier in die Arktis. Ja, das mit den Handelsrouten ist halt auch so eine Geschichte. Ne? Das müsste ich eigentlich auch alles mal komplett durchgehen und wahrscheinlich nochmal neu aufbauen. Da würde ich wahrscheinlich auch ein paar Punkte dazu gewinnen können. Es ist halt historisch gewachsen, sage ich mal. Aber sag mal, wo kommen denn die Fleischkonserven her? Die hatten wir gerade, ne? Genau, der kommt in der Arktis vorbei. Boah,
da. Ja, muss ich entweder ein bisschen umdisponieren oder aber... Muss ich umdisponieren. Ich würde hier mal die Nähmaschinen entladen, weil das ist auch etwas, was ich vor Ort, glaube ich, bauen kann. Macht mehr Sinn. Und dann hier lieber ein paar Fleischkonserven mehr einladen. Und schauen, dass ich die Nähmaschinen hier in Crown Falls direkt produziere. Weil die Ressourcen sollten schon vorhanden sein. Dann machen wir das mal so. Das sind dann schon mal 50 Einheiten pro Fuhre mehr. Ja. Das ist nicht so schlecht. So, dann schauen wir mal. Also, Willy hat sich dann tatsächlich diese Insel hier geschnappt. Korrekt. Und jetzt weiß sie natürlich wieder nicht, was sie tun soll hier. Jetzt irrt sie wieder so lange in der Gegend rum, bis ich wieder irgendeine Insel freigebe. So, der war ursprünglich auf einer Handelsroute, dann schicken wir den auch wieder los. Und der hier bleibt noch vor Ort. So, dann jetzt habe ich natürlich wieder das Problem, dass ich nicht genügend Einflusspunkte habe. Und ich glaube, jetzt ist auch wieder der Zeitpunkt gekommen, wo ich mich wieder einkaufen könnte. Also Anteile wieder von ihrer Insel abkaufen. Dann schauen wir mal hier hin. Hier habe ich auf jeden Fall noch ein paar Schiffe frei. Dann geben wir hier auch mal schnell eine große Insel ab. Die hier oder die hier drüben? Ich hau mal die weg. Insel auslöschen. So, 26 Einflusspunkte. Dann für den Fall, dass sie wieder zurückkommt und versucht, sich das zu schnappen, stellen wir direkt mal zwei Schlachtschiffe ab, springen in die Arktis und sollten dann in der Lage sein, hier wieder ein bisschen was einzukaufen. Ausgezeichnet. So hatte ich mir das vorgestellt. Okay, ich glaube, der Plan könnte tatsächlich funktionieren. Jetzt habe ich immer noch 16 frei. Kann ich hier auch direkt weitermachen? Funktioniert auch. Ausgezeichnet. Okay. Ja, ist vielleicht ein bisschen seltsame Herangehensweise, ein bisschen unorthodoxer Plan, könnte aber funktionieren, glaube ich. Ab wann kann ich denn übernehmen? Wahrscheinlich tatsächlich erst, wenn ich alle 5 Kuchenteile hier eingekauft habe. Okay, er ist jetzt wieder in Krieg mit der Piratin. Ich bin bereit, meinem Vater zu folgen. Kann ich mir jetzt aber auch gerade sparen. Ich brauche jetzt keinen extra Geballer. Dann gehen wir direkt hier in Waffenstillstand, wenn es funktioniert. Wir lassen uns nicht über den Tisch. Ja, du funktioniert. Findest, das war ein Sturm? Schiff unter Beschuss. Und ihn scheint das auch nicht weiter zu stören. Ich habe sowieso einen Nicht-Angriffspakt mit ihm am Laufen, der ziemlich lange geht. Ruf ist bei 100, also alles gut. So, Schiff unter Beschuss. Das war jetzt, glaube ich, sind nur kurz, haben mal die Piraten losgelegt, ne? Und das ist eh schon wieder vorbei. Okay. Auf die Station. Alles gut. So, wo waren wir stehen geblieben? Spielstand gespeichert. Neue Welt. Lotte bereit. So, Beryl ist wo? Wahrscheinlich gerade auf dem Weg von Crown Falls. Genau, hier ist jetzt das Schiffchen auch nicht mehr zu sehen. Ne? Also die fliegt sofort wieder dorthin, wo eine Insel theoretisch frei geworden wäre. Na schön, dann bleiben wir nochmal einen Moment hier in Crown Falls. Das muss ja sowieso alles noch erweitert werden, deswegen war das jetzt auch relativ egal, dass ich hier die ganzen Investorenhütten hingestellt habe. Kaffee ist jetzt ein Problem. Ja gut. Da hatte ich, glaube ich, aber auch nochmal extra eine neue Route eingerichtet, dachte ich zumindest. Auf der Kaffee transportiert werden soll. Das ist rum. Hier wäre Kaffee drauf. Nee, das geht in die Arktis. Neugiesing nach Crown Falls. Okay, der würde voll beladen sein. Da habe ich eben auch ein Kriegsschiff einfach draufgepackt, einen Schlachtkreuzer. Was war das eigentlich gerade für ein Gequassel? Ach, das war die Ingenieurin hier. Dann müssen wir mal schauen, wie es in der neuen Welt überhaupt um Kaffee bestellt ist. Da sah es auch lange Zeit jetzt wirklich richtig schlecht aus und das hat sich zumindest mit der Arbeitskraft wie einigermaßen eingependelt. Also die sind soweit zufriedengestellt, größtenteils. Das sollte erstmal alles laufen, aber Kaffee scheint tatsächlich immer noch ein Problem zu sein. Ja, wobei, ist eigentlich genügend da. Das sollte schon passen, da muss ich einfach warten, bis geliefert wird. Also Kaffee sollte auch alles laufen. So weit, so gut. Wie schaut es denn sonst eigentlich aus mit den ganzen Ressourcen hier?
Das war auch ein massives Problem hier. Also hier hat es halt wirklich an den Grundlagen ist es gescheitert. Gebackene Bananen und generell halt Nahrungsmittel, aber es hat sich einigermaßen eingependelt alles wieder. Das ist natürlich auch immer so ein Teufelskreis, wenn man dann so viel Arbeitskräfte verloren hat. Und das war wirklich massiv. Das ging teilweise bis minus 2000 hier bei den Obreros und um die minus 1000 hier bei den Jordaneros. Dann wird natürlich auch nichts mehr produziert. Und das, da dreht man sich natürlich dann total im Kreis. Ich bin heilfroh, dass ich das wieder einigermaßen im Griff bekommen habe hier. Wenn auch noch nicht perfekt. Aber das läuft schon soweit. Na ja gut, dann warten wir mal auf die Barrel. Die müsst ihr ja jeden Moment wieder aufkreuzen hier. Ist vielleicht sogar schon hier. Ah, genau, da ist sie gerade wieder eingetroffen. Oh, Palma Suato hat wieder massiven Arbeitskraftmangel. Habe ich da irgendwas? Ah, ich glaube, die Ponchos habe ich mal wieder übersehen, ja. Ich glaube, das ist mal das Einzige, was denen fehlt. Oh, nee, gebackene Bananen diesmal. Ja, also ein paar Sachen transportiere ich halt tatsächlich gerade manuell, weil ich das mit den Routen noch nicht gelöst bekomme. Da muss ich erst wieder mehr Einflusspunkte gewinnen, damit ich Schiffe nachproduzieren kann. Ganz konnte ich das natürlich nicht kompensieren mit den Kriegsschiffen, die ich auf die Handelsrouten gepackt habe. Aber kriegen wir schon hin. Gebackene Bananen sollte ich ja noch genügend vorrätig haben, dann bringen wir da einfach nochmal eine fette Ladung hin. Und dann passt das auch. Ja, es hat sich alles insgesamt ganz gut stabilisiert. Das muss man schon sagen. Und jetzt schauen wir mal, dass wir auf jeden Fall, was ich in dieser Folge gerne noch machen würde. Jetzt warten wir einfach mal, bis sie sich hier wieder ansiedelt. Oder vielleicht der Willi sogar die Insel übernimmt. Dann würde ich noch schnell abwarten, bis ich hier den nächsten Anteil kaufen kann. Da muss ich eben wieder eine Insel abgeben. Ist halt der schnellste Weg, um wieder genügend Einfluss zur Verfügung zu haben. Und dann kann ich hier den nächsten Anteil kaufen. Also ich meine, über die Hälfte gehört mir jetzt eh schon. Das ist schon mal ganz cool. Kontrolle über die Insel übernehmen. Geht wahrscheinlich tatsächlich erst bei 100% erworbener Inselanteile. Gehe ich mal von aus. Schauen wir mal. Ja, es läuft schon. Es läuft schon. Die wäre ich schon noch los. Also habe ich mir echt den Kopf gesetzt. Die werde ich schon noch los. Aber es ist erstaunlich, wie lange sie sich einfach halten kann mit ihren letzten zwei blöden Hochebenen, die sie da hat, und ihrem verdammten Luftschiff. Wenn sie das nicht hätte, wäre sie sowieso verratzt, wenn sie kein Luftschiff hätte. Also das ist die einzige Möglichkeit, mit der sie hier halt noch durch die Gegend schippern kann, ohne dass sie abgeschossen wird, logischerweise. Mit einem normalen Schiff, das wäre schon längst abgesoffen. Aber das Luftschiff ist halt unantastbar. Ja, hier selbst die Taucherglocke habe ich halt auf eine Handelsroute geschickt, ne? Also da habe ich echt alle Register gezogen, um das wieder zum Laufen zu bekommen. Hier auch Schlachtschiff. Ach nee, der ist ganz normal unterwegs. Warum eigentlich? Wo fährt der gerade hin? Achso, der hat gerade hier die... Genau, der soll die gebackenen Bananen holen. So schaut's aus. Dann mach mal hin, Kollege. Das ist mühsam. Das ist echt mühsam, ey. Aber kriegen wir alles hin. So. Was macht sie jetzt? Das da drüben ist die unbesiedelte Insel. Jetzt müsste sie eigentlich abbiegen. Ach, sie ist so vorhersehbar. Ich hatte wirklich mal Angst vor ihr. Aber sagen wir zumindest großen Respekt. Mittlerweile ist es echt nur noch Situationskomik, was die hier abzieht. Eigentlich führe ich sie am Nasenring durch die Manege. Ich weiß genau, was sie jetzt macht. Sie sucht sich jetzt wieder einen Siedlungsplatz. Okay, vielleicht geht sie hier rüber und baut ihren Hafen dorthin. Sieht fast so aus. Dann fahren wir auch dorthin, ballern das alles wieder weg. Und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Ja, da lässt sie sich jetzt nieder, oder? Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Und da gehen wir direkt drauf. Das auch immer wieder diesen verdammten Leuchtturm. Also wenn sie es mir unter die Nase reiben wollte. Sieh her, wenigstens einen Leuchtturm habe ich. Den kannst du nicht bauen. Naja, man muss Prioritäten setzen. So, und es geht wieder von vorne los. Schlachtschiffe kommen wieder um die Ecke. Kontor wird wieder weggeballert. Insel übernommen.
Aber so funktioniert es halt wenigstens. Und es gibt halt meines Erachtens einfach keine andere Möglichkeit. Ja, außer ich fokussiere mich halt jetzt auf komplett auf Investoren, könnte ich jetzt auch machen, dann kriege ich auch meine Einflusspunkte und kann mir den ganzen Kram einkaufen, aber muss ja auch nicht sein. So, der hilft hier gerade mal aus und da, so ein Kontor ist ja sofort weggeballert hier. Das geht super schnell. So, dann gehört uns das wieder. Aber ich werde immer noch hier sein. Dann haben wir wieder minus 13. Die Insel sieht fast noch ein Stückchen größer aus. Fahren wir mal dorthin, geben die dann gleich wieder ab, sobald es wieder soweit ist, dass ich mir weitere Inselanteile kaufen kann. Und vielleicht können wir in der Zwischenzeit auch nochmal hier ein paar mehr Investoren einziehen lassen, aber es wird wahrscheinlich jetzt an den nicht gedeckten Bedürfnissen scheitern, weil hier nicht genügend Kaffee vorhanden ist. Auf die Station. Hat der vielleicht, liefert gerade irgendwer Kaffee ab? Hat der vielleicht gerade Kaffee gebracht? Nee, das ist die Brotroute. Sehen wir den gerade? Der bringt Kaffee, der ist auch voll beladen. Vielleicht sollte ich auch nochmal manuell einfach eine Fuhre Kaffee rüberbringen, damit das Bedürfnis mal ein bisschen länger gedeckt ist. Wobei, der sollte jetzt erstmal, was sollte der liefern? Ja, okay, Kaffee ist jetzt eh wieder. Der hat halt das letzte Schlachtschiff, was Richtung Crown Falls aufgebrochen ist, hat sowieso komplett Kaffee geladen gehabt. Egal, dann schnappen wir den mal gerade mal und laden den mit gebackenen Bananen voll, damit wir hier die Arbeitskräfte wieder in Gang bekommen. Hat sich aber eh schon wieder erledigt, oder? Ja, aber ich würde trotzdem mal die Lager hier komplett voll machen mit gebackenen Bananen. Da habe ich aber offenbar tatsächlich schon eine Handelsroute, die hier Bananen hinliefert. Das ist, das ist der hier, oder? Der nimmt einfach nicht genügend Bananen mit. Das lässt sich natürlich korrigieren. Wenn ich sie denn finden würde, wo sind die gebackenen Bananen? Wahrscheinlich schon dreimal dran vorbeigescrollt, oder? Ja, verdammt nochmal, wo sind die gebackenen Bananen? Die Menschen lassen sie hochleben. Da. Ja, mal 40. 20 hier abladen. Ja, wobei, die brauchen gar nicht so viel. Die brauchen ein bisschen mehr. So, kleine Korrektur, aber das sollte schon genügen, denke ich. Das müsste schon passen. Okay, das ist erledigt. Ah, sie hat wieder zurückgekauft. Ach, verflucht. Ich habe meine Augen überall. Darf ich schon wieder? Ich dürfte theoretisch schon wieder. Das heißt, ich muss jetzt ganz, ganz schnell an Einflusspunkte kommen. Ja, das wird wahrscheinlich noch eine Weile hin und her gehen, so. Ja, reißen wir das hier mal schnell ab. Einmal versenkt. Wir werfen einen Blick in die Zeitung. Oh, das sieht alles nicht so gut aus. Seeschlacht und Krieg erklärt. Ja, meine Güte, was soll's. Wird veröffentlicht. Aber schon lange keinen Aufstand mehr gehabt. So, dann werden wir hier die Mehrheit wiederherstellen. Du hast wohl vergessen zu. Und ich habe noch Einflusspunkte, dann müsste ich doch theoretisch hier auch direkt weiterkaufen können. Ja, das wird sie wahrscheinlich auch nicht ewig durchhalten. Die gute Beryl. Da kriegen wir schon hin. So, ich sollte mir einen Timer machen und dann in 10 Minuten direkt wieder einkaufen. So, wo ist sie? Gerade direkt schon wieder auf dem Weg natürlich zur neuen Siedlungsfläche. Soll sie mal machen. Das Spiel geht wieder von vorne los und wir springen mal nach Crown Falls. Die Schiffe müssten ja automatisch direkt angreifen. Die stehen ja jetzt eh vor der Insel dort, wo sie sich wahrscheinlich niederlassen wird. Ja, jetzt würde ich natürlich ganz gerne hier noch ein bisschen ausbauen, aber jetzt ist der Kaffee noch nicht angekommen. Das hier ist es nicht. Was könnten wir denn sonst noch machen? Naja, schon mal ein Plan. Investoren hat sich verbessert. Also das mit den Brillen ist jetzt auch auf einem guten Stand, allerdings, ja, Kaffee ist halt jetzt einfach das Problem. Da muss ich jetzt den Fokus ein bisschen drauf legen. Oh, und Rum. Okay, Rum also auch. Rum, Kaffee und diverse Luxusbedürfnisse. Ja, Hochräder, okay, muss ich auch nachbessern. Die muss ich aber nicht transportieren oder importieren. Die kann ich hier vor Ort produzieren, denke ich mal.
bei den Investoren, ja, Taschenuhren und natürlich auch Hochräder und Schmuck. Okay, Schmuck könnte zu einem Problem werden. Da ist natürlich der Bedarf jetzt deutlich gestiegen, genauso wie Schokolade ist auch ein Problem. Das sind so die Sachen, die muss ich mir halt dann in der nahen Zukunft dringend ansehen. So. Na gut, dann werden wir hier nochmal kurz eingreifen und die werte Dame wieder entfernen. Naja, und dann wird das noch eine ganze Weile so weitergehen, dieses Katz-und-Maus-Spiel. Ah, sehr gut, die Piraten machen auch ein bisschen mit. Aber ich versuche natürlich mal off-camera, dass ich das irgendwie halbwegs hinbekomme mit den Inselanteilen. So, der darf auch kurz eingreifen, so unterm Vorbeifahren. Mal. Vielleicht kriegen wir sie dann tatsächlich in der nächsten Folge schon komplett entfernt. Dann kommen sie alle. Feuer frei. Und tschüss. Ausgezeichnet. Na gut, also. Es ist zwar mühsam, aber es funktioniert, es läuft und es ist nur noch eine Frage der Zeit. Dann ist sie wirklich komplett aus der Inselwelt entfernt. Da bin ich jetzt mal vorsichtig optimistisch. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Schiff unter Beschuss.